100 Euro? Mega cool. Was kann ich damit alles machen? Also auf jeden Fall möchte ich zur Maniküre und diesen neuen Shellack ausprobieren. Und essen gehen würde ich auch gerne mal wieder in meinem Lieblingsrestaurant bei so einem Italiener. Und vielleicht kriege ich dafür auch noch ein T-Shirt. Muss ich mal gucken, was das alles kostet. Aber 100 Euro auf den Kopf hauen, in der Stadt werde ich das definitiv los. 100 Euro? Mega. Morgen geht's ins Reitgeschäft. Ich möchte auf jeden Fall diesen neuen Mesh ausprobieren. Und dann dieses neue Zusatzfutter. Dann hätte ich super gern diese neue Schabacke von Eskadron. Oh, die ist so schön. Die muss ich haben. Die muss ich haben. Und dann bleibt noch ein bisschen was über. Oh, davon mache ich, glaube ich, mal wieder in der Springstunde mit. Also Reitunterricht ist immer eine gute Idee. Ja, 100 Euro weg. Auf jeden Fall ein Zweisitzer. Ist einfach viel cooler als Cabrio. Dann kann ich das Dach im Sommer aufmachen, wenn ich irgendwie meiner besten Freundin durch die City cruise und dann essen wir Eis dabei, so Sonnenbrille auf, Tuch in den Haaren. Und tiefer gelegt wäre auch schön. Sieht einfach cooler aus. Traumauto. Hauptsache Allrad, Anhängerkupplung. Also ein bisschen höher, SUV wäre schon gut. Bloß nicht tiefer gelegt. Um Gottes Willen, wie soll ich denn da über die Stoppelfelder fahren? Mal so einen Turnierplatz gesehen? So einen Turnierhänger-Pferdeparkplatz? Das stelle ich sofort fest. Und ohne Allrad geht da auch nichts. Was soll ich denn machen, wenn es in Strömen gießt und ich samstags morgens um 7 Uhr beim Turnier bin und dann auf so einem Acker feststecke mit so einer Cabrio-Karre? Gummimatten. Ich brauche Gummimatten im Auto. Ob ich Teppichmatten nicht schöner finde? Ich weiß nicht, ob die mit einem Zentner Matsch besser aussehen als Gummimatten. Welche Farbe? Mir ist beim Auto doch die Farbe egal. Ah! Wonach riecht das? Boah, das stinkt. Bäh, Kuhscheiße oder so. Landluft, lecker. Hier ist bestimmt ein Stall in der Nähe. Muss ich mir auch mal angucken. Ich bin so ein Idiot. Ich habe schon wieder vergessen, den Wecker auszustellen. Dabei ist doch heute Sonntag. Ich lege mich noch mal 4-5 Stunden hin. Kurz Nächtle. Wach? Klar bin ich wach. Geht schließlich zum Turnier. Jetzt ist es 4, jetzt muss ich mich schnell anziehen, dann frühstücke ich noch schnell was und mache mir einen Kaffee. Dann düse ich in den Stall. Als erstes muss ich das Wölpchen putzen, dann wird sie eingeflochten, also das mache ich natürlich auch selber. Und dann verladen, losfahren. Wir brauchen bestimmt so 40 Minuten bis zum Turnier. Und die Prüfung geht halt schon um 7.30 Uhr los, also muss ich mich jetzt echt ranhalten. Nächste Woche stehe ich einfach um 3 auf. Klar kann ich euch mitnehmen, kein Problem. Im Moment habe ich ja noch einen Viersitzer und noch nicht mein neues Cabrio. Also immer rein mit euch, zack, zack, ab. Ihr wollt bei mir mitfahren im Auto? Wir können doch in eurem Auto fahren. Ihr habt nur einen Zweisitzer. Ja, eigentlich habe ich 5 Plätze im Auto, stimmt. Ja, wir wären zu viert. Eigentlich, rein rechnerisch, würde das passen. Scheiße, ich habe doch die Bank wieder umgelegt, weil die ganzen frischen Schabracken da drin sind. Scheiße, und das Zusatzfutter. Aber den Sack Mesh habe ich auch noch im Auto. Nächstes Mal könnt ihr bei mir mitfahren. Heute nicht. Wir fahren einfach alle alleine. Also jeder fährt selber. Ist doch eine gute Idee, oder? Nee, nicht, weil ich euch nicht in meinem Auto haben will, aber jeder fährt selber. So ein scheiß Wetter draußen. Aber ich habe irgendwie diese neue Serie angefangen. Also da kann ich mir auf jeden Fall irgendwie 6, 7 Folgen reinziehen. Und dann setze ich mich einfach auf die Couch. Oder ich lege mich auf die Couch. Mach mir irgendwie einen heißen Kakao. Und quatsche ein bisschen mit den Mädels. Ein bisschen pennen. Der Tag geht schon rum. Boah, echtes Scheißwetter draußen. Aber es ist egal. Dann kann ich endlich meine neue Regendecke ausprobieren und gucken, ob die wirklich wasserdicht ist. Vielleicht reite ich damit einfach draußen erstmal eine Runde um den Block. Und danach gehe ich halt einfach in die Halle. Ich meine, gut ausmisten macht jetzt nicht so Spaß, wenn man dabei nass wird. Aber mein Gott, wofür gibt es gute Klamotten? Ich ziehe einfach eine Regenjacke an. Mal gucken, auf was ich Lust habe. Also Äpfel oder Birnen nehme ich eigentlich immer mit. Keine Ahnung, so 3, 4 Stück irgendwie für die Woche, das reicht. Ich esse jetzt nicht jeden Tag einen.
Ich habe das immer wieder, dass irgendwie Äpfel hier rumliegen, Birnen, Bananen und die werden dann einfach schlecht, weil ich irgendwie doch nicht da bin und weil ich es einfach nicht schaffe, die alle zu essen. 5 Kilo Sack Äpfel, 5 Kilo Sack Birnen, Karotten habe ich im Stall, aber Bananen nehme ich auch noch mit. Und ob Obst schlecht wird bei mir? Wie das denn? Das Wölbchen ist das doch alles. Aber wenn ein Apfel mal ein bisschen braun ist, den nehme ich.